Herzlich willkommen bei 23 Bau TV. Wir blicken auf Baufeld 9 und diese Betonpumpe ist schon fertig. Die war heute Morgen schon fleißig und hat im Bereich der S-Bahn ein bisschen Beton fließen lassen. Da muss ich ein bisschen durchs Gitter durch. Das wird schwierig. Einmal so und jetzt bin ich draußen. Und da unten wurde eine Schicht Beton eingezogen. Und es sieht für mich so aus wie eine Ebene, damit rechts auf dem gleichen Niveau ist wie links. Boah, Entschuldigung, hier zieht es wie Sau. Noch ein kleiner Blick auf andere Bereiche. Einmal haben wir hier die Interimsgebäude. Da wird fleißig dann gearbeitet. Und außerdem haben wir hier im Baufeld 11 wieder eine Baulokrampe. Also das Erdreich wurde entfernt, dann wurden die Gründungspfähle gesetzt und dann wurde es wieder hingesetzt. Und in der Zwischenzeit wurde es ja hier rechts gelagert. Und ich finde es immer amüsant, wie alle Besserwisser dann gleich wissen, wie man es richtig macht und die Bauarbeiter als Deppen hinstellt. Und was sich herausstellt, ist ja genau andersrum. Die haben das natürlich richtig gemacht, wie so oft, wie immer. Das war nur kurz zwischengelagert, das Erdreich, um es dann wieder an derselben Stelle zu verwenden. Das war ein Kurzvideo, denn ich mache mich auf den Weg zum Pressetermin zur Neckarbrücke. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.